Was nehme ich denn heute? Dazu passt nicht, passt nicht. Nanu? Na gut, dann nehmen wir was anderes. Nee, den Trenchcoat. Genau, den Trenchcoat. Der war ganz okay. So. Ich nehme es mal mit. Dann nehme ich dies. Nee, das Geweih. Das Geweih ist schöner. Mal gucken, was heute im Kalender ist. Ui, das ist nice. So, 4 Flaschen was zu trinken habe ich dabei. Okay. Ach, Hase. So, 2 Anrufe. Hier war doch der schwere Rucksack. Also, nein.
Das? Ah, hier. So. Wow. Oh, halt, Moment. Hier umgestellt. Rutscht doch ein bisschen. Perfekt, alles da. So, erstmal wieder Inventur. Salz. Mhm.
Gourmet-Käse ist auch wieder da. Perfekt. Zwiebeln. Rindfleisch. 2000. Reicht also für heute noch? Mehl. Ketchup. Okay. Also, mache ich jetzt zuerst die Pakete mit Hot Dogs. 50. Die brauchen 25 Minuten. Gut. Und jetzt schon mal die Produktion für morgen bis nach schon mal ein bisschen. Hähnchen, Filets. Oder ich mache jetzt mal Burger Patties. Noch in 2 Stunden. Gut, und 24.000 Chicken Patties habe ich jetzt. Verkaufe ich. 24.000 Chicken Patties da. Huch. Das wären im Export. Lass mich rechnen. 64.800. Okay. Dann hätte ich noch 284.
muss mal rechnen. Geht ja auch schon um die Bestellung für morgen. Halt, Moment. Ja, da habe ich was vergessen. Da. Okay, das passt. Also 9.316. Okay. Okay. Dann sechzehn. Stelle ich heute wieder mit. Pfeffer. Hoch. Brauche ich alles nicht. Brauche ich auch nicht. Was wäre das nächste? Turniermehl. Ach ja. Und zwar 40. Was noch? Was ist noch da? Gourmet-Käse. Mehl brauche ich. Ach da. 8.240. Kriege ich, Gott sei Dank. Okay. So. Bestellt habe ich 1.316, 404, Gäste 24, 1.716, dafür nichts, Pflanzen 40, davon wieder Pfeffer, das ist auch da, dann habe ich 40 Paniermehl. Habe ich nicht auf der Liste. Das nächste wäre ja, das passt. Oh, hoch. Tippet. Rindfleisch, wo war das nochmal? Rindfleisch 200.
Okay, 39.252, 40. Oh. 39.252, 40. Jutti. Glaube. Dann wäre ich damit durch. Brauche ich nur noch diese Liste. So, die Hot Dogs sind drin. Gut, wenn die durch sind. Tortillas brauche ich nicht. Dann schmeiße ich die Veggie Patties rein. Wir machen wieder 2 Stunden. Okay. So. So. Die Dame. Hallöchen. Hi. Ich wollte mal fragen, ob Sie ein bisschen Geld für den Bedürftigen haben. Tut mir leid, ich habe gerade auch nur $10 bei mir. Sorry. Mann, ich kann mir nichts zu essen leisten. Okay. Haben Sie denn keinen Minijob oder sowas? Nein. Oh, das ist schlecht. Warten Sie mal. Aber ein Dings haben Sie, ein Paycheck. Nee, ich habe kein Konto, ich kann mir kein Konto leisten. Das Konto können Sie sich kostenlos eröffnen. Nee, das sind, glaube ich, was mit $50 Gebühren am Tag. 50? Nee, unglaublich. Nein, 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 nein. 15 maximal. Ja, aber ich habe keine $15, ich habe genau 31 Cent. Ja, aber das wird Ihnen erst am nächsten Tag abgebucht. Und wenn Sie das dann als Paycheck dann bei der City Administration angeben, dann haben Sie wenigstens schon mal ein bisschen Geld. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann Sie gerne auch zu der Staatsbank hochfahren. Dann machen wir dort, machen, können Sie sich ein Konto eröffnen. Dann fahren wir zur City und dort können Sie dann das Paycheck-Konto angeben. Und schon bekommen Sie schon mal $150 in der Stunde. Wenn Sie eine Wohnung haben, sogar 500. Okay, warte, ich schreibe mir das mal auf, weil ich muss gleich weg kurz. Okay, City. Konto öffnen. Also erst, Und. ne, also bei der Staatsbank ein Konto Ja. eröffnen, ne? Dann zur City das Konto dort angeben, dass sie dort ihren Paycheck bekommen. Ja, und dann bekommen sie Okay. schon mal wenigstens $150 in der Stunde. Okay, das ist notiert. Okay, danke schön. Ja, kein Problem. Einen Na schönen Tag gerne. noch. Gerne. Tschüss. Ciao. Also.
muss sich nicht doof anstellen, beileibe nicht. Nicht schwer, sich ein eigenes Konto zu erstellen. 50 Dollar Kontoführungsgebühr am Arsch. Wer hat ihm denn das erzählt? Die dann nicht mehr informiert mit dem Zettel? Oder lesen die denn überhaupt werden voll? Wer zu faul ist, diesen Zettel zu lesen? Selbst schuld. Oh Mann. Sich durch das Leben schneiden, so bringt es auch keinen weiter. Microphone muted. Microphone activated. Karamba, was ist denn hier wieder los? Leute, parkt doch hier auf dem Parkplatz, hier ist doch Platz genug.
dem Beispiel voran. Chester. Ist nice, oder? Hallöchen! Hallo! Hi! Hi Emma! Hallo! Hallo! Wo ist denn jetzt schon wieder das blöde Regal hier hin? Oh. Mikrofon muted. Bis später. Mikrofon activated. Ich bewerte, du guckst. Hier links. Doch, hier kannst du das vom Haken nehmen. Warte. Ah, hier, warte. Okay.
Oh wow. Oh wow. Erzähl ich nichts mehr. Ja. Warte. War ich stehen geblieben. Schick mir den Abzeichen hier alles. Na gut, ich glaube, da ist nichts dabei. Die da? Welche? Die da? Na. Weiß ich nicht. Die gibt's in Rot bei der Schickeria, glaube ich. Cargohose grau Camo. Und die karierten Leinenschuhe. Oder karierte Leinenschuhe. Und das war's. Ja, bitte.
das ist okay. Danke dir. Perfekt, schönen Tag dir. Ja, hallo. Gestern habe ich Unterteile geholt, heute habe ich die Rast. Ich würde einmal den schwarzen Kapuzenpullover nehmen. Oder Strickjacke ist das, keine Ahnung. Das ist Kapuzenpullover. Dann das hellblaue Borohemd. Das graue Borohemd. Das beige Borohemd. Das papierweiße Bürohemd. Und die Lederjacke offen schwarz. Ich weiß, die restlichen habe ich schon. Ja. Ja, dann gucke ich später nochmal mit dir dann. Na, welche denn noch? Ich bin blöd mit meiner Frisur. Kannst du das merken? Das habe ich schon. Habe ich auch. Okay, gut, dann habe ich alle gesehen. Aber nee, brauche ich nicht erstmal. Dann die Lederjacke offen schwarz. Perfekt. Nee, Lederjacke offen schwarz heißt die nur. Ah, oh, dann nehme ich einfach die. Ja, dann das Panic Pro Labs Baseball Trikot. Bademantel weiß Unterteil. Dazu wollte ich fragen, ob es da noch das Oberteil gut zu gibt oder. Ja. Und dann noch das schwarze Tuch. Jo, dann habe ich's. Ja. Ja, war nicht ganz 13.000. Ja, das ist so die Grenze. Ich muss ich gleich mal gucken. Ja, das ist nicht ganz die, die ich dachte. Bei dir im Schrank ist es eine andere. Die Jacke nehme ich mal an mich. Ach so, ja, das hätte ich dir sagen können. Dann gebe ich dir die Antwort. Ich glaube, das macht ja keinen Unterschied am Preis, oder? Du hast mir die Antwort doch wiedergegeben. Ja. Ach so. Kann ich jetzt die andere wiedergeben, ja? Gut. Ja, das ist die richtige. Alles klar, dann danke ich dir. Tschüssen. Hi. Hi. Bei mir sind es nur zwei Sachen. Einmal die blaue Silberlederhose.
Und der schwarze karierte Faltenrock. Ja, das wär's schon. Perfekt. Berechnung? Gerne. So, bitte sehr. So, das ist nur das richtige Konto auswählen. So. Der Faltenrock und die Zipperlederhose, bitte sehr. Dankeschön, dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Na, so wird's gemacht. Und alle nachmachen. So. Ah gut, der RTW ist auch ein bisschen größer. Fahren wir mal auf einen kurzen Abstecher mal vorbei. Mal gucken. Aber wenn Pablo nicht da ist, dann ist da kein anderer. Nö. Thailando macht Urlaub. Diese Kurve, ne? Die geht ja doch.
ich ja beim MD raus. Ist das hell? Ich bin blind. So, gut. Dann mal gleich gucken, ob es schon fertig ist. Müsste eigentlich schon sein. Perfekt. Diese Hotdogs sind fertig. Gut. Dann jetzt die, was hatte ich jetzt gemacht? Die Veggie Patties, ne? Burger Patties, okay. Dann mache ich jetzt die Veggie Patties. 240 an der Zahl. Und dann sind das perfekt. Gut, die. So, dann. Auspacken, Mule. So. War das? So, auf mit dem Ding. Die können da rein. Und auch da rein. So, die Hot Dogs. Das ist jetzt zwar ein ganz schönes Gefrickel, aber dann sind die schon mal aus dem Lager umgelagert. So, hier noch und die noch und dann die noch. Und die noch. Gut. Wie ist es schon mal wieder vorproduziert? Für den Fall, dass wir immer welche da haben. Ja, Mensch, du kannst auch den Weg reinparken. So. Und jetzt.
Rathbard auf. Okay. So, wie lange? 1 Stunde 15. Na, das ist ja locker. Locker, flockig. Geh ich mal zur Craftbar. Wenn die gerade mal wieder aufmacht. Ob sie überhaupt auf hat, keine Ahnung. Ja, sieht gut aus. Ehrlich, zeig mal. Oh yes. Oh, oh Baby. Hallo. Hallöchen. Moin. Wunderschönen, mein Rentier. Ich habe aber keine rote Nase. Die mache ich dir. Was? Die kriege ich doch schon allein durch die Kälte draußen. Achso. Was ist das? Wie, was ist oh, das? Das kenne ich irgendwo hier. In die gute 70er. Oha. Ja, Junge. Da war ich noch flüssig. Ich auch, scheiß drauf. Kalle war da schon Musik. Mehr als fest. Da hatte ich schon mal einen Festen, das stimmt. Oha. Da kommt übrigens auch das Hemd aus der Zeit. Das ist es. Oh das ist es. Ah ja, ey, das sieht sehr nach Satan aus. Ja. Nach Satan. Satan. Habt ihr Musikwünsche? Ja. Mach mal was Strammes. Ja. Was ist denn Stramm? Ach, Carlos. Irgendwas so. Hauptsache, wir werden nicht kalt. Schön, oh, schön warm bleiben. Ne? Ja, was ist denn Stramm? Ach, du hast sonst auch jeden Scheiß. Ja. Sonst mach ich gleich mal Titties wieder an. Nee. Was, deine Titties? Nein. Titties. Das ist aus, das nervt. Ja, dann mach. Hör bitte auf damit. Jeremy Pascal. Okay, warte. Digga, was ist hier los? Ah, nee, es war die falsche Rubrik, es tut mir leid. Oh. Jeremy Pascal und Kevin Justin, ne? Kevin! Ich schwör, ich weiß noch, mein erster Unicorn, du bist der Geilste! Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen härter rangehen, ne? Ja, geh mal härter ran. So ein bisschen härter, ja, dann, ne? Dann ja, lieber doch mal Tiddies. Jetzt. Jawohl. Oh, der Liebe. Wenn der so slow kommt, dann ist schon aus der Hüfte. Ja, genau. Das ist richtig. Ich glaube, du redest einfach mit Mund. Guten Tag. Ja, hi.
Das ist es. Mein guter, mein gutster Bester. Scheiße. Scheiße, Mann. Wer hat gesagt, eine Zahl von 1 bis 6? 5. Okay. Ich bin gespannt. Scheiße. Okay, das mache ich das nächste Mal, wenn ich auf, oben auf der Box stehe. Ihr seid alle meine Bitches. Das ist es. Das langt mir. Jetzt brauche ich erstmal ein Bierchen. Jo, ist so, Mensch. Danny, was los? Bier? Jo, gleich. Jo. Können wir eigentlich auch was bestellen? Warte, geht gleich los hier. Okay. Was trinken? Rechnung hast du bekommen, ne? Ich hab schon bezahlt, ja. Ja, perfekt. So, die Dame da links, was darf es sein? Ich hätte gerne 3 Mettbrötchen. Ja. Auch was zu trinken dazu? Voll auf Diät, ja. Nee, danke. Okay. Mach mal schön Zwiebel drauf. Schöne frische Zwiebel, Mensch, natürlich. 240 und Käse. Dollar bist du bauen auf Rechnung. Und Pfeffer auch. Ich zahle das Bar. Pfeffer! Und den Popel nicht vergessen, was? Oh, wo ist mein Pfeffer? Ja, logisch. Stimmt so. Digga, Danny, das muss mehr Brötchen mit Pfeffer, oder was? Ja, wo ist mein Pfeffer? Ja, Pfeffer! Mach mal nicht auf Salz drauf und Gurken. Vielen Dank. Ich meine ja nur, ich frage mir. Ich drehe am Rad, Alter. Die Dame, was darf es bei dir sein? Ja, 3 Mettbrötchen. Ja. Weiß ich doch nicht. Und, keine Ahnung, irgendwie warmen Tee oder sowas? Dann teile ich liebe dich, wir sehen uns später, ja, ne? Ja, harte Schuh. Bis dann. Ich hab Kaffee schwarz, Kaffee mit Milch und Kakao. Kakao, dann nehme ich Kakao. 1, 2, 3, 4, 5? 3. Yes. Was willst du denn jetzt, Halle, jetzt haben, Kalle? Ich will ein Bier, Mann. Kriegst so. Du gleich. 270 ja. Dollar, bau oder auf Rechnung? Auf Rechnung und mach 300. Dankeschön. Wo ist denn der Hund, Mensch? Ich höre ihn die ganze Zeit. Der liegt hier nicht. Neben mir. Achso. Oh. Er macht gerade ein kleines Schläfchen. Oh. So, bitteschön. In Schatten, schön. Da in Schatten liegt er. Ja, in Schatten. In Schatten. Passt auf meine Gläser auf. Perfekt. Och Gottchen, wie süß. Ja. Dankeschön. Guck mal. Bitteschön. Der so, Pisswasser. Feinste Pisswasser.
Ja, logisch, genau. Drauf. Mensch! Ja, vier ist das Stück, die Kalle? Ja, wir nehmen vier, ja. Also jeder, ne? Na du? Hi! Geht's dir gut da hinten? Aber wir wollen ruhig starten, ne? Langsam. Oh, oh Gottes Willen. Hallo. Ja, nicht abschlecken, ja? Ja, ich geb dir das so rüber. Ja, was? Geträumt, ja, Hunde habt immer so eine feuchte Nase. Ja. Aber du bist ein Süßer. Oh, du weiches Fell hast du. Ja, oh. Gerne. Ach so, musst du Danny alles mal ja, geben erstmal. Ja, fein. Oder ich mach das mal so, Alter, und sehe aus wie 50 Cent. Ja. Jo. Jo. Hier drin ist wärmer als draußen, ne? Hier kann man sich gut wohlfühlen. Richtig stramm. Ja. Ja, danke, Digga. Danke dir, Digga. Freust du dich, was? Ja? Willst du auch ein Mettbrötchen haben? Ach so, aber das war natürlich ein Traum, oder was? Ja. Warte mal. Muss ich gerade mal rausholen. Warte mal. Ach ja. Dann habe ich da gelegen, wie so ein Borkenkäfer auf dem Rücken. Und was hast du, getrunken? Vier diese Gold. Ja. Und Wodka und rum. Das war's. Und dann war es voll wie Amtmann, oder was? Ja. Aber pst! Ah! Ja, pst! Hä? Aber warte mal, hast du das. Du meinst, das hast du wirklich geträumt oder war das zu Hause? Nee, das habe ich geträumt. Wirklich geträumt? Ja, habe ich geträumt. Achso, ja, weil mir war mal so als, ne? Ja, nee, ich hab halt geträumt, dass ich einfach mal weggeflogen bin. So, in Urlaub oder so. Ja. Und da im Urlaub ist mir das. Echt? Naja, naja, naja. Also, mein Mann und ich, wir waren wirklich weg. Ich ja, muss mal eben. Ja. Wir waren in West Virginia jo, gewesen. Prost. Wo wart ihr? West Virginia. Ja, man to mama. Pfeffer. Ja. Ja, wir haben so ein Überlebenstraining gemacht. So postapokalyptisch, wisst ihr? Wirklich, wirklich jetzt? Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Oh, Digga, wie geil ist das denn, Mensch? Da habe ich richtig Bock auf. Wie die ganzen Preppers, weißt du? Ja, so. Oh, da habe ich. Oh, da hätte ich richtig Bock auf. Die muss haben ich dir ehrlich sagen. Riesen, ich einen die Kalle riesigen, jetzt über die Wässer aus. Ihr Themenpark damit gemacht, weißt du, so fällt aus, heißt das Teil oder so. Aha. Wow. Ja, ach, lass mir doch mal einen Flyer davon zukommen, Mensch. Das muss ich mir mal angucken. Ja, ehrlich. Das muss ich mir mal zeigen, ne? Warte mal, hier, guck mal. Ja? Da hast du meinen Namen, ne? Ja, Moment. Dann schicke ich dir einmal kurz einen Flyer. Ein Momentchen. Oh Gott. Wo ist immer noch denn hin? Hallo? 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 Ich weiß es nicht, ich habe alles versucht. Ey, der ist sich ins Bett, ne? Ich habe alles versucht, man weiß es nicht. Ich habe mich, oh Gott, ich habe mich wirklich verausgabt, bin völlig aus der Puste, dafür muss ich erstmal ein Bier trinken. Das heißt? Charlie, die. Oh, hoffentlich kommt der hier heute vorbei. Hoffentlich. Ja, müsste ich mal was geschickt haben. Lass mich mal schauen. Ja. Ach so, ja. Perfekt. Ja, bin ich ein bisschen auf den Leim gegangen. Perfekt, ja. Ach so. Was denn? Ich will auch lachen. Ich will auch lachen. Digga. Ja. Das Leben ist eins der härtesten. Hier gibt's nichts zu lachen. Kalle, geht das schon wieder los? Ja, das Leben ist eins der härtesten. Ah, mir rutscht gleich wieder die Hand aus. So. Ja, hoffentlich nach links. Nach links gegen die Mauer. Dann hast du nämlich einen weniger härteren Gegner. Verstehst du? Mhm. Ja. Ey, wie heißt die Jacke, die du anhast? Diese Bomberjacke? Die heißt dunkelrote Fliegerjacke in Klammern offen. Ach, steht im Etikett. Moruk. Moruk steht auch noch drin. Bei dir steht. Oh, Digga, du. Sieh mal die Weste aus, Kalle, bitte. Nee. Sieh mal die Weste bitte aus. Der geht nicht. Scheiß doch auf die Weste. Das ist nur eine leichte. Hallo. Hau drauf. Oh. An Kalle ist gar nichts schwer, außer die Prostata. Du Wichser. Oh, da waren wir gestern auch wieder hinterher. Prostata-Untersuchung. Oh, einmal bitte husten, bitte. Ja, ehrlich. Mache ich auch immer. Ah, ich konnte noch nicht. Nochmal bitte, sag ich. Nochmal. Nochmal. Ah, nee, hat nicht geklappt. Nochmal bitte. Oh Mann.
Eieiei. Sie dachte eben auch, sie ist im falschen Film, ne? Zwiebels muss da rauf, Pfeffer! Oh Mann, 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 ne? Ja, wenn man seine 5 Minuten schon mit Brötchen, dann richtig, ne? Naja, logisch. Oh Gott, da kommt die nächste. Ach ja. Ein ja. Hallo. Ja, was ist denn das hier? Wo ist euer Weihnachtsmann? Ehrlich nicht? Nee. Das ist die Craft Bar. Hier kriegst du Essen und Trinken. Und ganz viel Schnaps. Okay, ich trinke keinen Alkohol. Du kriegst auch was ohne Alkohol. Was denn? Was hat sie gesagt? Meine Ohren! Raus! Was habt ihr denn noch da zum Trinken? Weiche von mir, Satan. Ich hab vielleicht dich berühren? Pfeffer! Nein! Die echte Bakterien berühren dich. Nein! Digga, dann sollst du auch nie wieder. Pass lieber auf, du. Also, Kaffee schwarz würde ich nehmen. Aber habt ihr Honig da, dass du dann einen Löffel Honig reinmachst? Nee, habe ich nicht. Ein Kaffee? Muss jetzt mal ganz nah ein Bier an dir trinken. Das habe ich. Das ist quasi mein Kruzifix, oder was? Ja. Ja, logisch. Mir kann nichts mehr passieren. Ey, ohne Scheiß, ne? Das habe ich mir letztens so mal gedacht. Da habe ich mir einen Tee gemacht. Ach Quatsch, Habe ich mir einen Kaffee gemacht und dachte so, scheiße, Zucker aus und so, ne? Mhm. Und dachte ich, ach Digga, ein Löffel Honig geht auch, mache ich rein. Das war so abartig. Ehrlich? Ich mache einen Kaffee immer einen Löffel Honig rein. Ehrlich? Besser als Zucker. Kalle, lass dir. Sie trinkt auch keinen Alkohol. Ach so, ja, was habt ihr denn da? Mettbrötchen, Käse-Sandwich. Sie ist Vegetarierin. Mettbrötchen mit extra viel Zwiebeln. Ja, jetzt ist sie aber schon wieder sympathisch geworden auf einmal ein bisschen. Oh, Mettbrötchen mit extra Zwiebeln und Pfeffer. Und was ist mit Pfeffer? Sounds good for me. Wie viel möchtest du? 1, 2, 3? Das sind keine Stadion. Gib mir mal 3 Hälften. Wo ist mein Pfeffer? Oh Gott. Oh, ich glaube, gleich bin ich taub. So, das macht $250. Möchtest du Bar oder auf Rechnung? Bar. Bargeld hat sie auch noch, wahrscheinlich. Ich komm mal zu dir gleich rum. Das müsste eigentlich gehen. Ach so. Wie bitte? Ich sag, das müsste eigentlich gehen. Ah ja, ist gerade ein bisschen. Okay, ein Moment. So. Aber es könnte sein, dass, weil du jetzt den Tresen berührt hast, dass du Alkoholikerin geworden bist mit uns. Kalle, du stehst auch schon, als würdest du da 100 Jahre wohnen. Der Woni, auf schon allein. Der Woni, Alter, der Woni. Prost! Willst du nichts mehr? Ich mach schon mal ein Bier kalt für dich. Kalle. Schau mal. Wenn du am Tresen wohnst, Alter, der Kalle Woni. Kalle Woni bin ich. Ja, nicht Boni, Kalle Woni. Ja. Also, bis auf das mit dem Alkohol war das ja ein ganz netter Auftritt, muss man ja ehrlich sagen. Ja, logisch. Aber das mit dem Alkohol, also, weiß ich nicht. Oh, schön. Na, potenziell immer jemand, der fährt, ist auch okay, ne? Ja, weiß ich nicht, ne? Stell dir mal vor, du mixst hier richtig einen rein, so richtig original, ne? Ja. Und dann willst du, dass deine Pferde sich da auch so richtig mal abschießen mit ihren lustigen... Nee, ist doch schade. Aber ist auch schön eigentlich. Aber ist auch ein bisschen schade, also eigentlich schön, aber ist schade ein bisschen. Weiß ich nicht, Kalle, du, also... Was denn? Das ist schön. Keine Ahnung, du willst auch wieder nur eine Fickerei betreiben da. Ja, mit... So, eine dreckige. Arschficken, meinst du? Ja, aber die kriegst du doch auch so, im Normalfall. Manchmal ja. Weil er ist manchmal, also ja, weil manchmal immer, wenn, weißt du, manchmal ab und zu, wenn es dann so kommt, kommt es ja auch manchmal anders, als man denkt, weißt du? Ja, ja. Ja. Aber so ist das doch nicht im Normalfall. Im Normalfall. Ja, ja, wir sind noch am Schreiben, am Dichten. Ah, das war nur die erste Strophe. Ja, genau. Das ist Danny Boni, seine Flöte. Das ist der Boni Blues. Der Boni Blues. Digga, was, deine Flöte? Ja, Digga, auf der spiele ich aber nicht, Alter. Weißt du, wirst du aber mal sehen, wie du auf der Flöte spielst. Das glaubst du aber selber nicht. Frag mal deine Anti-Alkoholikerin, da kannst du mal herlaufen. Spätestens an der Weihnachtsfeier spielst du mir die Flöte. Dann wird aber langsam Zeit mit Weihnachtsfeier. Ach du Scheiße, du. Guck mal, sie kann es gar nicht abwarten, das zu sehen. Ne? Yeah. Digga, steck die Flöte ein. Du Arschloch, hier nicht ganz richtig, oder was? Spinnst du hier nicht ganz richtig, oder? Ja, spinnst du nicht ganz dicht, oder was? Ach so, ja, perfekt, ey. Verpiss deine Mutter, du spinnst aber nicht ganz dicht. Ach, Digga.
Ach, Digga, komm. Jetzt erzähl mir keine Geschichten hier, du Stück Nothing, Alter. Ja, du Stück Nothing. Mach keine Tüte Mücken auf jetzt hier. Ja, sonst fängst du ja eine, du Affe. Digga, das war so geil, ne? Ah, gestern waren wir MD da oben, ne? Und da ist doch diese, ja, weiß ich nicht, Krankensanitäterin, die aber so eine ziemlich männliche Stimme hat, weißt du? Yumiko? Ah, die braunhaarige? Ja, die meine ich. Ja, ja. So, und wir parken mitten in der Einfahrt. So, und dann, nee, ich hab gar nicht in der Einfahrt. Mitten in der Einfahrt, du hast mitten im Busch geparkt. Wir sind in der Einfahrt reingefahren und einfach geradeaus weiter, wo früher mal dieser Springbrunnen war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Egal, wir haben da in diesem Busch geparkt. Mhm. Der Wagen steht aber falsch, der muss weg. Und ich bin einfach vorbei, so düdelüdelü, ich hab mir einen Kaffee geholt, komme wieder raus. Ja, ja, Danny auch. Komme wieder raus, ist ja ein Telefonieren. Ja, hier, die haben hier verkehrswidrig geparkt und dies und das. Und keine Ahnung, hat sie die Bullen angerufen. Wow. Und mein Kennzeichen, ich habe keins dran. Bei mir steht 12, 10, 21. 21, ne? Mhm. Da sagt sie, ja, ich gebe Ihnen das Kennzeichen durch. 1, 2. Ich sag, Alter, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Wir steigen ein, da stellt sie sich genau hinter das Fahrzeug und sagt so, ja, Sie fahren jetzt hier nicht weg. Ich bin einfach vorwärts durch den Busch weggefahren. So. Und dann sagt sie, steigen Sie aus. Und Danny sagt, Alter, mach jetzt hier keine Tüten Mücken auf, sonst klatsche ich dir gleich eine, du Affe. Aber er hat das nicht mitbekommen. Er hat sie nicht richtig gesehen. Ne? Er dachte, da steht ein Typ. Ich habe nur die Stimme gehört und dachte mir so, oh, okay. Also es klatsche ich dir eine, du Affe. Ja, soll es der Drogen sein? Da steht sie bei uns an der Beifahrertür, also quasi neben Danny und sagt, steig doch aus, steig doch aus. Ja, ja. Oha, das eskaliert aber schnell. Ja, ja, ja. Das squelated quickly, wie es heißt auch. Ne? Und dann haben wir den Undercover-Move gebracht. Oh ja. Dann haben wir das Auto gewechselt und dann sind wir zum Hutladen gefahren, haben uns bei den Hut geholt und sind nochmal hin und haben uns nochmal einen Kaffee geholt. Da hat sie uns aber nicht angesprochen, weil sie uns wahrscheinlich nicht erkannt hat. Weil wir ja einen Hut auf hatten beide, ne? Auf einmal. Ja, wir haben uns wirklich einen Hut gekauft und sind nochmal hingekommen. Wow. Oh nein, ey. Dann, einen Hut. Oh, und da waren wir mit meinem Baller da, weißt du? Ja. Oh, da haben wir geparkt und sie hat uns schon wieder von Weitem so komisch beobachtet. Sind wir ins Auto gestiegen und dann ist sie so ganz schniegi in das Auto und wollte sich mein Kennzeichen aufschreiben. Alter, haben wir gelacht gestern. Naja. Da wurden wir auch noch rausgezogen von den Bullen. Und sie ist mit einem Hubschrauber, mit einem Medic-Hubschrauber hochgeflogen, um uns zu suchen, Alter. Die hat richtig übertrieben. Sie hat richtig Filme geschoben darauf, dass ich hier ein paar kleben wollte. Dabei habe ich nicht gesehen, dass sie Schläuche hat. Kann mal passieren, Mann. Digga. Ey, kann doch mal passieren. Du machst mich fertig. Aber das ist mir damals auch mal passiert. Ich habe damals noch beim Taxi gearbeitet und dann ruft diese Flynn an. Diese Flynn Berry, die hat ja auch so eine unglaublich männliche Stimme. Und dann sag ich so, ja, da möchte ein Herr vom MD abgeholt werden. Und dann funkt meine Kollegin durch, du Ilva, das ist kein Herr, das ist die Flynn vom MD. Ich sag, upsi. Ja, das ist doch bestimmt, das ist doch bestimmt dieselbe, oder? Nein. Nee? Achso. Flynn hat so eine knallrote Haare, so wie Chantal. Ja, von damals, ja, stimmt, Flynn, ja, ich erinnere mich. Richtig. Ja, ja. Aber es gab, ist aber auch sehr warm da draußen, ne? Es gab so einen Fall, gab es aber doch auch mal hier in der Shekeratschi, da hat er auch so eine, wie auch immer, gearbeitet. Das war Star. Oh, ne? Keine Ahnung. Lea. Stark. Lea Stark war das, Mächtet? Ne? Ja, ne. So. Alter, Mächtig. Die war doch auch so, oder nicht? Die hatte doch auch so eine mega rauchige Stimme. Ja, das war so eine Domina, sag ich dir, wie es ist. Du, da bin ich das erste Mal, da war ich relativ frisch hier auf der Insel, ne? Da bin ich das erste Mal damals, wo hier in der Schickeria, wo die noch den alten Laden da hatten. Mhm. Ja. Da hier, was ist das da, Rockford, irgendwas da unten, ne? Ah ja. So. Da bin ich rein in eine Shigeratschi und dann steht sie mir da im Weg rum und ich sag, roll mal aus dem Weg da, du Flockenteppich. Da fährt die mich von der Seite an. Ist aber auch direkt, aber genau das, was du sagtest hier von wegen Domina, die ist so giftig geworden. Ja, 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 ja. Und ich sag, was ist denn mit dir? Entspann dich doch mal ein bisschen. Das ist ganz schlimm gewesen. Die Kraft hier, hallo. Ja. Da war sie aber auch ins Hirn, du.
Och, Digga, ich geh kaputt, Mensch. Wieso, was hast du denn? Gar nichts, ich muss lachen. Worüber? Ja. Über diese Situation. Ja. Ne? Wenn man hallo, so stark hallo, lachen muss, dass einem schon die Kotze wieder hochkommt. Hey. Das ist schlimm. Oh, herrlich. Ich habe letztens einen Bericht gelesen von so einem Typen, der hat mit seiner Frau von der Couch aus Fernsehen geguckt. Und es war irgendwie so ein komischen, ich habe keine Ahnung, so völlig, völlig bescheuerte Comedy. Und der Typ ist in so eine Lachschleife verfallen, konnte nicht mehr aufhören zu lachen und ist gestorben. Was? Ja. Der hat so lange gelacht, dass er immer weniger Luft gekriegt hat und dann hatte er so einen Hirn- und Herzschlag. Bupp. Oh. Aber ist eigentlich geil, oder? Ja, also es gibt auf jeden Fall schlimmere Wege zu sterben, sagen wir das so, sag ne? Ich dir. Ja. Ne? Ich bin ein Rattennibbel, ne? Stell dir mal vor, du ahnst nichts Böses und dir rutscht da so eine Eisscholle vom Dach runter oder sowas, Alter. Er ist wieder da. Ja, alles klar. Kalle. Yo. Das ist es. Ja. Oh mein das Gott. Ist mein guter Bester. Deine Eisscholle vom Dach, kennst du da jemanden, oder? Nee, aber ich kenne auf jeden Fall jemanden, der schon mal eine Eisscholle vom Dach erwischt hat und der ist in eine Notaufnahme gekommen, weil der Schädel ziemlich weit offen war, ne? Oh, ehrlich. Scheiße. Ja, und an sowas kannst du, also ich meine, wenn dir so ein Ding da auf den Bülz fliegt und du da irgendwie einen offenen Kopf davon hast, also dann kannst du davon auch sterben, 100 Pro, ne? Ja, logisch, natürlich. So, und stell dir mal das vor, so, du ahnst nichts Böses, gehst aus deiner Haustür raus und dann löst sich so ein Stück Eis vom Dach, das drückt dir auf den Bülz. So, und du krepierst dabei, also dann sterbe ich lieber beim Lachen, ne? Ja. Das tut willst weh. Du was haben? Nee. Digga, ja, du kennst doch Freiheit 36. Ja, klar, Alter. Ja, Kollege hatte vor der Tür geparkt, hatte Tür offen, ne? Mhm. Und ich bin hinten. Ich bin durch den Innenhof, bin ich über die Feuerleiter aufs Dach mit dem Besen, hab mir schon mal schön so einen Haufen zurechtgeschaufelt. Und da habe ich gewartet, bis er wieder unten aus der Tür kommt. Weißt du, da, wo das kleine Häuschen ist, wo man... Naja, klar, dieses Kassenhäuschen, ja, genau, ja. Genau. Er kam raus und ich gebe ihn Schack. Und das ganze Ding fällt vom Dach auf ihn. Du hast richtig gesehen, wie er so in die Knie gegangen ist, weil das so schwer war. Und der ganze Schnee ist in sein Auto geballert. Oh, herrlich. Oh, Digga, haben wir gelacht. Herzhaft haben wir gelacht. Ja, aber lass da... Alles ist in mein Auto. Ich sag, stell dich nicht so an, Mensch. Du aber hast lass noch genug da, Zeit. Aber lass da mal so ein Dachziegel mitkommen oder so, du. Nee, da gibt's keine Dachziegel. Ja, dann hätte er dann nämlich gelegen. Und das du ist so oben, blank, weißt du? Und ja, und du hättest oben auf dem Dach gestanden mit offenem Hade. Nee, ich hätte gelacht. Ich hätte gelacht. Du, ich hätte gelacht. Oh mein Gott. 8,5. Der kam vom Herzen, oder? Der kam das von Herzen. Das war die zweite Strophe. Das kam der war ein bisschen zu kurz. Ein schöner Abgang, da hättest du jetzt vielleicht sogar eine 10 gekriegt. Das war eine 8,5. Aber der war fluffig, oder? Ich fand, der war auch sehr würzig im Abgang. Der hat ein U gemacht, ne? Der hat ein rührendes U gemacht. Ne? Ja, logisch. Wäre das Rauch gewesen, wäre es ein Ring geworden. Ja, richtig. Habe ich in mein Ohr gespürt. Ja, so eine kleine Innenohrmassage, ASMR-Danny und so, ne? Fuck you, man. Genau. ASMR, was? ASMR-Danny, du. ASMR, was ist ASMR? Das ist doch hier diese akustische Entspannungsmassage. Quasi so. die Prostata-Untersuchung fürs Ohr. Oh, jetzt werde ich hellhörig. Ja, ich meine, das ist ja das Einzige, was dir was sagt. Ne? Nee, das ist alles, das ist quasi ohne irgendeinen Ton, dann wird da rührt einer vielleicht ein Glas genau um. Genau das. Sowas! Aber Merkel macht das bloß aus, so eine Scheiße. Ich krieg Aggressionen. Ehrlich, ja, das kann ich gar nicht. Ich kann ein bisschen am Ohr lecken. Bitte, tu es. Hör es bitte. Oh, genau so. Soll ich dir meine Zunge mal ganz tief ins Ohr schieben, Kalle? Ja, da hab ich Bock auch. Wenn du abends dabei bist, mal mit deiner Püppi da Arschficken zu machen, kannst du an der Seite mal schön an ihren Ohren rumlutschen. Das nee, ist das schön. Mach ich nicht. Du lutschst nicht an Ohr rum? Nee, das mach ich nicht haben. Nicht sie bei dir, du bei ihr, Alter. Nee, das mach ich beides nicht haben. Schön an Ohren, dann auch an Hals. Kannst du mal richtig mit der Zunge an Hals gehen? An Hals ist geil, aber an Ohr mach ich nicht. Da macht sie Abgang wie Zitter, Alter. Nee, wie gesagt, also an Hals mach ich wohl haben. An Hals mach ich wohl haben, sowohl aktiv als auch passiv. Ja. Aber Arschfingen auch, ne? Nee, dann nur passiv. Nur passiv, perfekt. Ja, klar. Perfekt. Ja. Nee, aber so bei Ohren bin ich raus. Ich habe da einmal ein bisschen zu doll da ein bisschen rumgemacht und das eine Mal hatte ich dann da hier so ein bisschen hier so Blut vom Ohrring da.
Da habe ich den halben Uhrring rausgezogen, du. Ja, das muss ja auch nicht sein, Mensch. Ja, aber du weißt doch, wie das Bedacht, ist. So. Digga, mit Feeling. Nee, also was ich dir sage, was muss ich dir da jetzt, wie soll ich dir das denn jetzt sagen, du? Also ich meine, wenn ein Boni loslegt, dann ist das schon mal wie ein Staubsauger, ne? Das brauchst du mir nicht erzählen, ne? Ja, siehste. Ich hatte mal eine, die habe ich trocken gemacht. Ja, oh, siehste. Siehste? Aber stell dir mal vor, du hast da Ohrenschmalz drin. Ja, du leckst ja nicht im Ohr, Mäuschen, Mensch. Am ja. Ohr, am Ohrläppchen knabberst du ein bisschen. Das ja, wenn du eine hast, die noch nie Arschficken gemacht hat, kannst du auch Mikado-Stäbchen danach haben, ne? Möglich ist es. Ja, das passiert, aber trotzdem muss er ab und zu mal die Zunge rein. Oh, nee, da bin ich raus. Da bin ich raus, Digga. Ach, Digga, du bist doch kein Genießer. Nee, da bin ich raus. Wodurch bist du denn Sternekoch geworden, du Hafenmuschel, Alter? Ja, man muss alles mal probiert haben, meinst du, ne? Ja, mindestens probiert. Du bist kein Sternekoch. Oh, herrlich. Oh Gott, ich muss hier gleich das weg. Das ist ein Arschloch-Geräusch, oder was? Nee, das ist ASMR. Ja, aber Arschloch lenken, ne? Hä, warum denn nicht? Hab ich direkt rausgehört, ja. Ach, Digga, also jetzt ganz ehrlich, Mann. Na, erzähl. Nee, da brauche ich nichts zu erzählen. Ach so. Nein, das ist also für mich, das ist ein normal Step, Alter. Das du, das ist nicht... auch gar kein Problem. Das naja, also sowas mache ich nicht, wenn ich mit ihr 5 Stunden in der Disco am Schwingen war. Ne? Aber ich sag mal, wenn die frisch aus der Dusche kommt, dann ist da nichts gegen einzuwenden. So. Wenn du Glück hast, dann schmeckt das ein bisschen nach Raffaello, ne? Was? Ja, so ein bisschen Kokos kann das sein. Als wenn sie sich mit Duschgel und mit Kokos... Zum Beispiel. Zum Beispiel, das kann sein. Du kannst so. Es haben, Mensch. Und eine Frau, die sich richtig darauf vorbereitet, weil die gerade frisch aus der Shower kommt, so, ich meine, das ist ja sowieso was Leckeres dann. Aus wo? Ne? Shower? Aus der Shower, aus der Dusche. Ach, Dusche. Warum das sagst du ja nicht Dusche, Mensch? Mann, ich bin international, Alter. Wir sind hier in Los Santos. Der vorne her mit Schnurrbart, weißt du? Ja, Digga, ich zieh dir gleich den Pyjama rein. Ja. Jetzt geht los hier. Warte mal ab, du. Dass ich dir das Ding nicht in Falten lege, ne? Ja. Also so nach hey, 5 Stunden Bar oder so muss sowas natürlich nicht sein. Du bist mir schon den ganzen Abend aufgefallen. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Wer ist er? 2 Feet oder was? Ja. Das ist es. Boah, das Bier perlt hier aber auch. Schmeißt du nochmal so eine Mückenbrause rüber? Mach nochmal 8 Stück fertig. Sag mal, was geht da? Oh, Kalle, Alter. Da stehen mir aber auch nochmal die Nippel, wenn ich dich so schwingen sehe. Das ist auch mein Ding gerade, du. Was sag ich dir? Guck mal jetzt so. Die pieken ja schon fast durch dein Pyjama. Oh, da würde ich mir schon mal fast so, wenn mir heißer kommt. Baby! Digga, ich sag es dir. Mach dich ready, genau. Jetzt muss er aber langsam wieder ran, genau. Genau so, Kalle. So habe ich ihn dir gezeigt. Halt mal fest, Digga. Halt mal fest hier das Ding, du. So, Kalle, warte mal. Ja. So, und jetzt musst du wieder ein Stück zurück. Einmal eine Drehung, einmal den Arsch zeigen. Einmal ein bisschen schwingen. So, ja, so, genau. Genau so. Und jetzt musst du langsam wieder nach vorne. Genau so habe ich ihn dir gezeigt. Jetzt wieder nach vorne. Oh, da ist er. Mensch, Mann, was glaubt ihr denn? Ja, genau so, Alter. Digga, das fühlt sich an, du. Pass mal auf. Auch hier auf dem Tresen, ne? Gleich humpelt also dich Danny an. Der Danny kriegt auch schon richtig Bock, seinen Arsch zu bewegen. Das ist ja also, Kalle, sagst du, wie es ist, ne? Da kannst du Unicorn abstinken, ne? Oh, den muss ich. Soll ich den Laden wieder beleben, oder? Gibt es das überhaupt noch? Gib mir ja, das Ding. Naja, mein Hemd da wieder, bitte. Ja, warte. Danke. Hast du noch so ein strammes Ding, Carlos? Ja, safe. Oh, Gott, nee, bitte nicht. Danke. Was kriegst du? Ich komm nicht mehr näher. 120 Dollar. Kannst du mir mal eben eine Rechnung schreiben? Ich kann dich hier nicht so richtig. Ich kann dir das, glaube ich, nicht so rüberschwingen gerade hier. Danke dir. Hey, warte ab. Oh, jetzt kommt eine Weihnachtsfrau, du. Oh, die hätte mal eben da sein sollen. Das ist Jenny, das ist meine Kollegin oder ehemalige Kollegin. Hallo Jenny. Hallo. Hey. Oh mein Gott. Hallo Jenny. Hallo Jenny. Hi. Das ist es.
Anzug durchsehen kann, oder? So, kannst du mal ein bisschen lauter sprechen, man hört kein Wort hier. Ja, dann hör doch besser zu, Alter. Oh ja, jetzt ist schön, jetzt ist genau richtig. Oh, genau so brauchen wir das auch. Arsch. Ach, ja. Wo bist du denn hin, Jenny? Hey, Jenny. Komm mal her, Jenny. Na, Jenny? Songwriter. Alter, was hat er denn? Machen wir jetzt eine Performance, oder was? Ey, Carlos, bisschen lauter, ich höre dich nicht. Das ist es. Das ist es, ich sag es dir. Ah, Danny, nimm mein Hemd wieder, mir wird schon wieder heiß. Nimm mein Hemd. Jawohl. Oh mein Gott, ey. Was ist denn dir? Total. Ey, ich komm mal hier kurz in den Tresen. Mehr Späße, ich brauche mehr Späße. Oh. Ich glaube, wir müssen das alle mal ein bisschen mehr nach hinten verlagern, du kannst das sagen. Wir stehen uns alle hier gegen. Ey, ich dreh ein Rad, sag ich euch. Mal kurz, oh die Gruppe unfunktioniert, ne? Ja, mach mal, ja. Das ist es. Banana, komm, wir machen Capoeira, alle. Capoeira? Was hat der gegessen oder getrunken, bitte? Oh. Bier. Achso, Kalle, warte mal, ich hab noch Bier für dich. Bist du die Weihnachtsfrau? Perfekt. Ja, natürlich. Ich bring Geschenke. Ich war ganz böse, hast du die Route dabei? Hab ich leider gerade nicht, die gibt es erst am 24. Kalle! Ja, ja, okay. Ich weiß, warte. Das so, besser? Digga, jetzt wird's hier noch nicht gefährlich. Kannst du mal kurz meine Jacke halten? Na komm, ich? Gib her, du. Gib her, schmeiß, los! Nein, ich hab das anders gemeint. Hä? Oh mein Gott, hast du nicht. Nee, das verstehe ich nicht. Die zweite Andeutung habe ich jetzt nicht verstanden von wegen. Ich wollte fragen, ob ich meinen Jacke kurz an die aufhängen kann. Achso, an meinen Nippel meinst du. Ja klar, gerne. Ah, mein Auge. Wenn dein Schwanz so kurz ist, dass du es nicht da dran aufhängen kannst, mach ich es natürlich gerne an meinen Nippel. Nee, der hält dann nicht. Nee. Schön gesehen. Der tut selbst mir weh. Warte, schön kurz. Gesehen. Das Problem an der Sache ist, wenn er zu lang ist und das Mittelstück nicht hart wird, ist auch scheiße. Das heißt, die Jacke rutscht immer runter, ne? Jetzt habe ich ganz komische Vorstellungen, von wegen, der ist oben steif, unten steif und in der Mitte macht er Roing. Ja, das ist quasi ein Boomerang. Das ist ein Hinterachsbogen, Alter. Sowas hast du noch nie gesehen, du. Ein Hinterachsbogen. Ja, das ist ein Hinterachsbogen, logisch. Das ist auch so ein Hinterachsbogen. Der geht gerade, da macht er ein U, geht er wieder gerade. So, was ist denn hier mit dem Mucke? Ich dachte, wir legen hier eine heiße Sohle aufs Parkett. Achso, sind wir wieder. Ich dachte, wir machen jetzt Breakdance, Alter. Nee, nicht Breakdance. Ich kann ein bisschen twerken für euch. Twerk mal ein bisschen. Ja, warte kurz, ich such da mal was Gescheites raus. Gau, Rentier, was mit dir, Macho? Nee, jetzt nicht. Nee, das kann ich leider nicht. Dass du versaut hast. Kannst du mir das beibringen? Wenn ich hier mitmache, dann wird das mein Mann erfährt. Oh, oh. Ah, wir sind doch alle schweigsam. Ja, soll ruhig sein. Nein, ich war dabei, da weißt du Bescheid. Ja, genau. Ich muss nur deinen Namen erwähnen, der weiß Bescheid. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. Geil. Oh nein, Digga! Hast du ihm da gerade was hinten raus oder steckst du ihm was rein? Nee, sie entfernt mir was. Ich hab da eine Zitze. Alter, Falter, ich hab kein Horn wieder. Ja, jetzt aber gut hier. Kann ich das auch, Danny? Darf ich auch? Darf ich auch, bitte? Von der Lebensmittelproduktion, wir sprechen mit Ilva, hallo? Wunderschön. Ich will mal fragen, ob ich einen Mitarbeiter suche. Tatsächlich suchen wir aktuell, also wir hätten noch Platz für jemanden. Allerdings ist gerade der Chef nicht da. Weil der kann nur die Einstellungen machen. Ja. Ich habe einen Bewerbungsschirm oder einfach mal vorbeikommen, wenn der da ist.
Sagen Sie mal erstmal Ihren Namen, dann kann ich ja Ihnen eine Nachricht schreiben. Jack Sullivan. Können Sie mir das einmal buchstabieren? J-A-C-K. Und dann Sullivan. S-U-L-L-I-V-E-N. Sullivan, okay. So, dann notiere ich mir noch gerade Ihre Telefonnummer, dann kann er sich bei Ihnen auch melden. Alles klar. Moment, die habe ich hier gerade im Telefon. 358 98. Alles klar. Ich habe Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und dann werde ich bei meinem Chef Bescheid sagen, dass Sie sich bei uns gerne bewerben möchten. Ja, und alles Weitere wird dann der mit Ihnen dann besprechen. Alles klar. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Alles klar, ciao. Meine Güte. Da komme ich gerade nicht auf klar. Oh, Gottes Willen, du. Aber war nicht verkehrt, du. War nicht verkehrt. Das war gut, du. Ja, habe ich ja. Genossen, habe ich das. Du. Ich auch, auch. Auch, auch, auch. Auch. Auch, auch. Erstmal ein schönes Bier hinterher. Ich habe ein bisschen gestottert, du. Applaus für alle. Auch, auch, auch. Auch, 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 auch. Oh, ich habe aber langsam, glaube ich, gleich einen Klüngeln, du. Ich auch, 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 auch. Kalle, Kalle. Kannst du mal was Richtiges bestellen, bitte? Ich auch, auch. Was denn? Ja, kannst du mal was Richtiges bestellen? Ja, ich muss mein Handy erstmal anziehen. Ne? Oh, was soll ich bestellen? Ja, weiß ich ja nicht. Alles. Nehmen wir mal ein paar mal kurze. Ja, klar, wo denn? Wo denn? Was denn? Wo denn? Weiß nicht, in irgendeiner Ecke vielleicht. Ja, okay. Oha. Ja, jetzt warte mal. Aber jetzt muss ich aber mal eben hier mir mal ein T-Shirt wieder anziehen. Aha. So. Was denn? Was denn? Ich bin gleich wieder da. Das war ja auch schnell, du. Ja, das weiß ich ja, dass es bei dir immer schnell geht. Jetzt reißt du, Arschloch, du. Oh, 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 oh. Geh mal lieber aus dem Weg hier. Hallo, Arschloch, jetzt verpiss dich. Geh lieber aus dem Weg hier. Wollt noch mit dem reden, also wenn ihr euch totprügeln wollt, gleich bitte. Ja, das machen wir gleich. Ich hau ihn nicht tot, das ist mein Onkel, Mann. Ja, ich meine ja jetzt nicht tot, sondern... So, einfach tot lebendig. Passt schon. Aber geiles Manöver, Junge. Oh, hast aber du gut schön gesehen. Ey, Karl, du kannst echt Moonwalk auf der Stelle, ne? Ist brutal, ne? Ist das so? Das ist es. Ja, perfekt, perfekt. Ja, ja, so. Ja, von mir aus. Ach, guck dir den Arsch an. Denk ja auch den Brief zu, was ich mir wünsche dieses Jahr. So. Oh, Mann, Mann. Oh, wei. Ach ja, herrlich. Zustecken. Auch, auch, auch. Scheiße, oh, Scheiße, Mann. Du. Ach ja. Gott. Oh, ich muss gleich wieder in die Firma, meine Güte, nächste Maschine anschmeißen. Wo arbeitest du denn? Von Nor. Lebensmittelproduktion. Was? Okay, wie heißt es? Von Nor. Von Nor? Ja, auf dem Handy ist es gerade auch aktiv, die Leitstelle. Ja, ich schau mal, ich schau mal. Ach, von Noah, ja. Ja, yeah, fuck, was ja? Oh mein Gott. Oha. Das ist es nicht. Es wird immer schlimmer. Es wird immer mehr Weihnachten, es wird immer mehr Rentiere hier. Ja, yeah, fuck, fuck, was geht, man? Ja, deine Chefin ist da hinten. Ja, komm. Wer ist meine Chefin? Ja, sie doch wahrscheinlich. Da hinten war die Weihnachtsfrau. Okay. Warte mal, ey, wer bist du? Wie, wer bin ich? Carlos, amigo, wer soll ich sein? Ja, yeah, du läufst rum wie ein Cousin, Alter. Wie ein was? Wie ein Cousin? Ja. Yeah. Nein, ich mag einfach die Farbe schwarz. Ja. Auch wenn es keine Farbe ist. Sieht also 1:1 wie ein Cousin. Ja, okay. Das bin ich ja dein Cousin. Nein. Nein? Ja, nein. Sieht mir aber schon ein bisschen ähnlich. Das stimmt. Ja, das ist es.
Aber siehst du meine Eier, Cousin? Leider nicht, tut mir leid. Die sind riesig, Cousin. Echt? Die Beule ist relativ klein. Hä? Ich weiß nicht, ich glaube, du sollst mal zum Arzt gehen, Cousin. Ich glaube, du siehst nicht richtig. Naja, du kannst doch als Frau durchgehen. Ja, meinst du? Scheiße. Ich weiß nicht. Ich glaube, du sollst echt mal eine Brille holen. Okay, Cousin. Mach ich. Hier, yeah, perfekt. Warte, ich geh mal anscheinend zu meinem Chef. Ich hab zum Glück eine einstecken. Ja. Yeah. Ja, okay. Das ist es nicht. Yeah, fuck. Naja. Wollte ja nicht schlecht hier gefrontet werden, ne? Tut mir leid, ich hoffe, ich hab dich nicht beleidigt. Aber ja. Alles gut. Find's ja schön, wenn du dich wohlfühlst in Cousins Klamotten. Ja, hast halt wahrscheinlich keine eigene Identität, mit der du dich beweisen kannst, ne? Nimm einfach die Cousins, ist kein Problem, Cousins. Hä? Ja. Yeah. Ich lauf jeder auch kann, so rum. Jeder kann tragen, was er will. Ja, natürlich. Und wenn es dann halt die Cousin-Farbe ist, dann ist das so. Ja, ja, ich weiß. Wenn er kein eigenes Markenzeichen hat, dann passt das ja. Kannst du ja wie ein Cousin rumlaufen, ist ja kein Problem. Ich lauf rum wie ein Rentier, deswegen kennt mich jeder. Perfekt. Yeah. Ich lauf rum wie Kalle, siehst du. Siehst du? Kalle, perfekt. Ja. Kalle, merke ich, kann ich mir merken. Bei dem merke ich mir, okay, ist ein Cousin, passt. Ja. Oh, wow. Alright, Jungs. Macht's gut, ja, ich hab euch lieb. Ja, Hartschuh. Was war das für eine Flachpfeife? Ja, aber absolute. Ach, einfach ignorieren. Oh, neue Frauen. Na. Hallo. Aber hey, schon dein Einsatz. Danny kam gleich angerannt. Ja. Ehrlich? Ja, ja. Ah, ich muss mich jetzt erstmal verabschieden, ich muss erstmal zu der Firma wieder. Wenn der Typ auf den Sack geht, dann hau ihn direkt um die hau ihn einfach um. Ich bin dann auch da. Ne? Ich hab, gut, ich hab auch mir den Hinterkopf. Ja. Oh Mann. Okay, hau rein. Erstmal wieder in die Firma. Ui. So, erstmal gucken. Ah, noch eine halbe Stunde. Ah ja, gut, okay. Puh. Ah, erstmal wieder runter und runter kommen. Puh. Mikrofon muted.
Microphone activated. So. Nein. Ah. Hier. Ach so. Oh, das hatte ich vorhin vergessen. Okay, 16:34. Wo ist es jetzt? Hier. 16:34. 36, und das, dann gehe ich auf Nummer sicher. 36. Zack. So, mal gucken. So. Oh Gott, war das lustig gerade. Meine Herren, war das lustig. So, okay. Ich habe jetzt immer noch 25 Minuten. Huch. Oh, dieses Touch manchmal. Oh, die Schickeria hat auf. Juma. Gucken wir mal, was die Schickeria hat. Ich habe ja noch Zeit, bis ich die nächsten 2 Stunden anschmeißen muss. Ich schreibe mal gerade Ruka, damit der Bescheid weiß. So, Ruka, wo haben wir Ruka? Ruka, Ruka, Ruka. Da. Ruka. Jack. Sullivan. So. Glaube ich so. Nee, von einem. Nee, ich habe gerade von. Ich habe. Mich irgendjemand gefragt, ob wir letzte bei Betten. Ich habe seinen Namen und Telefonnummer notiert. Oh, wo war die jetzt hier? Da. 9, 8, 6, 9, 7. Und Jack Sullivan. Jetzt geht's aber zur Schickeria.
Oha. Eieiei, das war eben gerade auch einer. Wenn man sich über ein Geweih definiert. Ja, die laufen tausend mit Geweihen rum. Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Ja, fuck, mir geht's auch gut. Was machen Sie so? Ich wollte hier zur Schickeria einkaufen. Oh, shit. Sie sehen sehr schön aus, Mann. Dankeschön. Sollen wir zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen? Nein, danke. Haben Sie einen Freund? Einen Ehemann. Oh, shit, Mann. Nun, abgeblitzt. Hallo. What's up, man? Wie geht's euch? Ganz gut, ganz gut. Freut mich. Mir geht's auch sehr gut, Mann. Fuck. Warte, ich schau mich auch mal. Gibt's hier gute Klamotten? Ein paar, ja. Oh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich bin eher so der Elfenmensch. Im Sommer? Da bin ich ein Schlumpf einfach. Ja. Yeah. Ne? Und was macht ihr so? Wer seid ihr so im Sommer? Ich bin ich zu jeder Zeit. Würdest du? Ab. Negativ. Hinter dir in der Kasse? Ja. Alles klar, danke. Ja, klar. Natürlich. Oh, nicht zum Spaß. Oh, ich hör mir auf. Ich weiß gar nicht, wie oft ich angequatscht schon bin. Weil du stehst eigentlich in einer Gruppe von Freunden, ne? Eigentlich, du sollst als erstes eine Frau dazwischen und dich quatschen die Leute trotzdem zu. Oh, Hallöchen. Hallo. Die andere Dame steht mir ein bisschen im Spiegel. Danke. Alles gut. Ja, korrekt, danke.
Richtig. Oh, kannst du machen? Alf? Ich hab gar keine. Tut mir leid, da hab ich dich übers Ohr gezogen. Ich bin Redhead, ich hab keine Seele. So. Können auch zu mir kommen, hier. Komm ich doch gerne zu Ihnen. Also, ich nehme einmal die Lederjacke Sport Schwarz-Grau. Und dazu noch den Freudeschal. Yep. Ich mach's auf Rechnung. Mensch. Ja, danke. Oh. Hallo. Hi. Danke für gleichfalls. Ich hätte gerne einmal die abgetragene Jeansjacke. Ja, hab ich. Und den Pounders Kapuzenpullover. Ja, hab ich. Ich gehe mal kurz die andere Bestellung. Das wär's dann schon. Noch was? Okay, 1430 Bar rechnen. Auf Rechnung bitte. Ja. So, einmal bitte unterschreiben. Mhm. Wieder das richtige Konto. So, bitteschön. Einmal die Jeansjacke und der Kutschenpulli. Perfekt, dankeschön. Ja. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, gleich mal. Ciao, ciao. Hier geht's ja runter. Ja, kommt er wieder? Nee. Gut.
Ja. So, gut, noch 8 Minuten. So, mal gucken. So, dann bringe ich das Ganze gleich mal nach Hause. Ich vermisse meinen Mann. Ist so wenig los ohne ihn. Und man merkt, dann muss ich ein bisschen unter meinen, ja. Irgendwie, ja. Aber ist doch lustig, dass man mal wieder ein bisschen unter Menschen kommt. Sorry, Connor. Aber das macht mich echt traurig. So. 8 Minuten, na gut, so auch 7 Minuten circa. Was mache ich denn als nächstes? Ich kann dann schon einmal die Chicken Patties anschmeißen. Joa. Die Chicken Patties kann ich anschmeißen. Und dann als nächstes die Burger Buns. Ja, genau. Das klingt nach einem Plan. Also, Chicken Patties als erstes, danach die Burger Buns. Die werden in einer Dreiviertelstunde dran. Ja, super. Also 40 Minuten, wenn das alles fertig ist. Ach ja. Ah. So, das ist alles für morgen. Morgen produziere ich das und dann, wenn die Produktion durch ist, fliege ich zu Pablo. Bis Weihnachten, also Ende Weihnachten, irgendwie so. Ich will ihn ja nicht allein, so lange alleine lassen in Palermo. Hier.
Dann haben wir ganz schnell. Noch eine Minute. Microphone muted. Activated. Oops. Wo haben wir denn ein Brüderchen da? So, mal gucken. Ja, fertig, perfekt. Burger, Burger Patty, Chicken Patty. So. Das wäre dann schon mal die erste Nachtmaschine. Gut, das Hähnchenfleisch für morgen ist ja schon drin. Hab ich ja komplett verdüst. Das habe ich ja schon mitgezählt. Wie geht das denn? Bin ich so schlau? Burger Patties. Da. 4800. So. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
So, das kommt dann plus das, was vorhin war. Das waren, Moment, mal kurz gerechnet, 64.800, halt, Taschenrechner, 64.800 plus 4.800. So. 69.600 plus nachher die Veggies sind 6.000 plus das noch, genau, plus 6.960. Wenn ich dann morgen das noch dazu zähle, ja, passt. Gut, das erste in 37 Minuten. Also um 10 nach. Gut. Was machen wir denn jetzt? Bim, 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 bim. Das habe ich aber auch lange nicht gemacht. Stimmt. So. Dann ist es fair. So, guten Tag, gute Frau. Oh, ich muss noch mal dran denken, dass ich noch ein bisschen, einzahle. Oh, ich kann mir nur zwei leisten. Und wenn das zwei Nieten sind? Ja, wow. Jupp. Egal. Okay, Maze Bank. Ja, am besten am... Ja. Und da kommen eher jetzt nur... Konnte Führungsgebühren auf mich zu. Aber trotzdem müssen die gedeckelt sein. Boah, was ist denn heute hier los? Es ist ja. Mir wird ja halb schlecht. Oh, Feuerwehr. Uiuiui.
Ich habe aber jetzt erstmal 2000 und sollte das erstmal für die Tage reichen. So. Und nochmal. Habe ich die jetzt notiert? Da. Gut. Zack, zack. Mal gucken. Gut. Ja. Ich kann da kurz nach Hause. Stimmt. Die Klamotten wegbringen. Aber jetzt dafür nochmal nach oben fahren, nach Grapeseed und Äpfel machen. Macht nicht wirklich Sinn. So. So. Das kommt hier rein. Das sind Hosen und Rock. So. Haben wir noch hier einen Tee oder so? Oder ich kann einen Kakao trinken. Stimmt. Ich hab ja... Ach Mensch, ich hätte noch einen Craftbar-Gutschein gehabt. Egal, den kann man ja einlösen, wenn man möchte. So.
habe ich noch gute ein paar Minuten habe ich noch. Stopp. Ich habe ja noch den Gutschein. Muss ich so ein bisschen fahren, aber egal. Na, wo war die? Die war doch da.
Was, ich bin schon fertig? Warte mal. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt der Gutschein hin? Ach da! Nein, das ist La Luna. Warte. Hä? Ach da! Oh, ich bin... Wow. Ich dachte, du... Warte mal, Schätzelein. Du bist nicht voll. Du bist überhaupt nicht voll. Ah. Ach so. Oh, wow. Ja, super. Und da waren hier stückchenhaft oder was? Nur weil ich halt gerade nicht mehr Geld dabei habe. Wie voll? Ist hier wenigstens der ATM voll? Muss ich das hier kleckerweise machen? Das ist ja voll bescheuert. Das ist voll bescheuert. Ich habe doch einen Gutschein. Warum nimmt er das nicht gleich davon? Nein, er muss es mal so stückchenweise machen. Voll beknackt. Das ist ein System, was ich echt mega beschissen finde. So. Wie weit? Okay. Fast voll. Uff. Ein, zweimal noch. Dann ist er voll. Hoffe ich. Ah, voll. Super. So, wie viel habe ich jetzt noch? 170. Ja, ist okay. Gut. Boah, das war nervig. Mm-hmm.
So, noch ungefähr ein paar Minuten. Fünf, oh, noch so lang. Nee. Warum habe ich noch so viel Wasser? Warte mal, die Burger Buns brauchen noch Wasser? Oh, ich hätte den heute nicht bestellen müssen. Ist ja sinnlos. Naja. Okay, noch 15 Minuten. Mache ich jetzt in der Zeit noch? Okay, Bennys brauche ich ja jetzt nicht. Das weiß ich jetzt ja. Ach ja. Warte mal. Habe ich jetzt überhaupt schon alles eingetragen? Moment. Habe ich alles eingetragen? Gut, das kommt ja gleich noch. Das fehlt halt, ne? Es fehlt halt der Montag, dass ich da ordentlich was machen konnte. Ich hoffe, dass ich krieg das hin. Morgen sollte es vielleicht sogar schon wieder laufen. Ja, das kriegen wir hin.
kriege ich schon hin irgendwie. Oh. Was mache ich jetzt noch in ein paar Minuten? Was ist denn hier drin? Naja. Ach ja. So wird fertig. Noch 9 Minuten. Weg. Oh, ich wollte keinen Wegpunkt setzen. Ja. Um.
Naja, jetzt bleibe ich drin für die letzten Minuten. Gehe ich nicht mehr raus. So. Gut, noch 5 Minuten. Oh. Ah, kann ich noch ein bisschen weiter gucken. Komoda. Halt, Nachbarn, schöne Umgebung, weil man mit der Garage 20 Sekunden offen entfernt. Okay, die anderen habe ich schon gesehen. Zwei Komoda für 118.000. Holy shit. Holy shit. Warte mal, wann war ich heute in den Dienst gegangen? Wann habe ich bestellt? Jetzt muss ich gleich mal rechnen. 16:34. Ja, dann war ich, 16:30 hier. Okay, das sind dann jetzt schon mal grob geschlagen. 2,5 Stunden? Das sind nur 2,5 Stunden? Ja doch, kommt hin. Ja doch, kommt hin. Kommt doch ganz gut hin. Warum habe ich denn gestern länger gebraucht? Ach ja, weil ich ja noch was, ich ja noch die Brötchen und so gemacht habe. Stimmt, die habe ich ja nicht vorproduziert für wie heute. Stimmt. Mensch, stimmt ja. Da war ja was. So, noch 2 Minuten, dann schmeiße ich die Burger Buns rein und dann ist Feierabend für heute. Jo. Dann ist Feierabend. Mm-hmm.
So, fertigstellen. 240. Nee, halt. Warte. Warte, stopp. Nicht 240. 400. Genau. So, gut. Die 240, 2400 noch exportieren. Dann war das. Ich vertan. So. Dann einmal noch kurz gucken, was das jetzt war. Eine Summe. Die muss ich aktualisieren. Da. Also 76.560. Peng. So. Und dann noch kurz eintragen. So, 0230. Und zack, ging. So. Na, Tür. Gut. So. Hat man noch eine schöne Feuerzangenbowle?
war jetzt die Hose? Da ist er. Yeah.